Trader. Mit uns hast du gute Karten. Hallo, hallo. Willkommen im Trader Stream. Ich bin der Ole. Ich bin der Kevin. Genau, und wir spielen die Runde 4 in der fortgeschrittenen Local hier im Trader, Trading Card Superstore. Und wenn ihr auch mal mitmachen wollt, dann kann man online Tickets kaufen. Immer dienstags, 19 Uhr. Genau, ist immer cool, immer nette Leute hier, tolle Atmosphäre. Also, kann ich nur bestätigen, definitiv. Ja, dann gewürfelt hatten wir. Genau. Du darfst entscheiden. Auf ein gutes Match. Auf eine gute Runde. Ich fange an. Alles klar. Okay. Gut, dann beginnen wir mal mit der Standby und dann Main Phase. Ja. Dann wollen wir mal. Ich überlege kurz. Ich würde meine Altergeist Melosuche normeln. Ach Gottchen, ja. Ach ja. Dann würde ich in eine Link 2 gehen und benutze den Effekt von meinem Altergeist Pukeri aus der Hand. Ja. Wenn ich in ein Altergeist Link Monster gehe, darf ich Pukeri als Material verwenden. Ist fein. Super. Dann, wollt ihr nicht, oder? Machen wir das doch. Ja. Dann gehen wir in Altergeist Hextia. Ja. Die gute Dame, würde ich jetzt mal sagen. Also einmal pro, einmal pro Zug. Schnelleffekt ist, wenn eine Altergeistkarte auf sie zeigt, darf ich sie tributieren und eine Zauber oder Falle negaten. Ist nicht für uns gut. Genau, dann triggern sich die Effekte von Melosuche, ist 1 Chainlink und Chainlink 2 Pukeri. Pukeri kommt auf meine Hand zurück, wenn sie mit einem Altergeist-Link-Monster gelinkt worden ist, einmal pro Duell. Ja. Und Melosuche, wenn sie vom Feld auf den Friedhof kommt, darf ich meine Altergeist-Monsterkarte suchen. Ja, ist fein. Gern geschehen, Kari. Also, ich habe mir auf jeden Fall die Hackenwund gelaufen in Dortmund, um den guten Herrn zu finden. Dann hole ich mir Altergeist Shardwisp. Ja. Ja, Karin, Team Altergeist. Dann aktiviert sich sein Effekt in meiner Hand, da ich ihn mir in die Hand geholt habe. Ja. Darf ich ihn specialen. Und wenn er gespecialt, normalt oder gespecialt wird, darf ich ein Altergeist-Monster aus meinem Friedhof specialen. Die Effekte bleiben aber annulliert. Und du dürftest ihn jetzt tributieren, wenn ich eine Zauber- und Fallenkarte benutze? Ihn. Weil er jetzt auf ihn zeigt. Genau. Ach so, darfst du das Monster, auf das er zeigt, tributieren, um die Zauber- und Fallenkarte zu annullieren. Genau. Und dann würde ich, da der Effekt sich triggert, würde ich Melosuche wählen und sie specialen dann. Gut. Dann machen wir weiter, indem wir in eine Link 3 gehen. Auf Altergeist Urbanshee. Okay. Dann triggert sich der Effekt von Altergeist Hexe am Friedhof. Wenn sie in den Friedhof gelegt wird, darf ich eine Altergeistkarte suchen. Ja. Von meinem Deck. Dann machen wir das doch. Da würde ich doch ganz klar einmal die Altergeisterscheinung. Das ist ein Reborn für Altergeistkarten. Und die werden dann damit ausgerüstet. Spielt Altergeist runisch. Okay. Und? Ist wild. Läuft's gut? So. Dann würde ich den Schnelleffekt von meiner Altergeist-Ubanshee nutzen. Der Schnelleffekt ist, ich muss ein Altergeist-Monster tributieren. Und dann darf ich ein Altergeist-Monster von meinem Deck specialen. Sie kann das? Genau, sie kann das. Tributiert ihn. Hat sie Schutzeffekte oder sonst irgendwas anderes? Nein. Das Tributieren ist Kost oder? Warte mal kurz, ich lese schnell. Schnelleffekt, du kannst eine Tribut anbieten. Genau, Kosten, das ist sie. Dann würde ich darauf mit einer unendlichen Unbeständigkeit reagieren. Hier darf ich von meiner Hand benutzen, weil ich keine Karten kontrolliere. Die wählt dein Monster und wenn du sie nicht negierst, würde sie im Resolve dein Monster negieren. Alles klar. Und wenn sie gesetzt gewesen wäre, würde sie die Spalte für Zauber- und Fallenkarten für den Turn negieren. Okay, alles klar. Dann ist das okay. Alles klar. Dann genormelt haben wir die Melosuche. Damit ist die Normal Summon schon mal aufgebraucht.
dann würde ich sie setten und würde in die Endphase gehen. Alles klar, dann würde ich ziehen. Jo. Oh, Standby Phase. In der Standby. Ja. Ich überlege kurz, ja. Würde ich gerne die Altergeist-Erscheinung aktivieren. Okay, sag mal kurz. Also ich darf jetzt einen Altergeist in meinem Friedhof beschwören, als Spezialbeschwörung in die Angriffsposition und dann wird die Karte, das Monster mit dieser Karte ausgerüstet. Und wenn die Karte zerstört wird, wird automatisch das Monster zerstört und umgekehrt auch so. Und wenn sie im Friedhof liegt, kann ich sie benchen und mir eine Altergeist-Falle in die Hand hinein. So, okay. Würde ich gerne Hextia wählen. Wenn dann auf den Resolve nichts kommt, dann triggert sich der Altergeist Multifaker, Multitäuscher. Wenn ich eine Fallenkarte aktiviere, darf ich ihn von meiner Hand aus specialen. Und wenn der Gute gespecialt wird, darf der aus meinem Deck eine weitere Altergeist-Monsterkarte in die Verteidigungsposition specialen. Jo. Da holen wir uns den guten Siliquitär. Siliquitär sagt, einmal pro Zug, also once per turn, darf ich eine Altergeist-Karte, die ich kontrolliere, mir zurück in die Hand geben und das gleiche auch auf deiner Seite. So. Und bevor ich das vergesse, Hextia wird geboost durch Multitäuscher. Hextia kriegt den Angriff drauf, oben drauf. Also hat sie jetzt 2-7 Angriff. Ja, ist fein. Gut. Dann würde ich in die Mainphase gehen wollen. Ja. Dann fange ich an mit meinem dunklen Vertrag mit dem Tor. Ich darf mir ein DDD-Monster vom Deck der Hand hinzufügen. Das kann ich nur einmal pro Spielzug machen. Und in jeder meiner Standby-Phasen kriege ich 1000 Punkte, Lebenspunkte abgezogen. Würde ich glaube... Ich überlege, dunkler Vertrag, möchte ich dir dann den holen und dann... Ach ja, was soll's. Ich würde gerne mit Hextia unchainen und dann den Effekt negieren, also ihn als Tribut anbieten, dann negieren und zerstören. Dann würde ich weitermachen. Du kannst eine Karte auf die Hand zurückgeben. Er ist mit ihr ausgerüstet, richtig? Ja, genau. Und jetzt hat er jetzt auch keinen Boost mehr. Und wenn der in den Friedhof gelegt wird, dann... Darf ich eine Karte suchen, eine Altergeist-Karte. Okay. Der kann dir was auf die Hand zurückgeben und mir... Richtig. Dann würde ich weitermachen mit dem Topf des Wohlstands. Alles klar. Ich überlege gerade kurz, was wir da alles so nicht mehr brauchen. Das ist ziemlich unnötig. Das ist auch nicht so gut. Das wird wahrscheinlich auch nicht aufkommen. 4, 5 und 4 für 3. Okay. Ist fein. Ist fein. Alles klar. Dann schauen wir mal. Nashornkrieger, Torgeit und eine Aschenblüte. Dann würde ich mir natürlich den Torgeit nehmen. Jo. So. Dann würde ich weitermachen mit dem Stoß der drei Taktiken. Und weil du einen Monster-Effekt an meinem Spielzug aktiviert hast, dürfte ich mir jetzt, da du auch Monster kontrollierst, eine normale Zauber- oder Fallenkarte vom Deck der Hand hinzufügen? Ich würde gerne Chain mit Urbanshi den Schnelleffekt nutzen, ein Altergeist-Monster als Tribut anbieten und dann ein Altergeist-Monster von meinem Deck specialen. Ja. Das würde ich ihn nehmen. Und... Da nehmen wir schwierig. Nehme ich die Minusuche.
die konnte dir was suchen, wenn die in den Friedhof gelegt wird. Genau, die kann mir was suchen, wenn die in den Friedhof gelegt wird. Und wenn ich mit der in die Battleface gehe, kann sie dich direkt angreifen. Und wenn der Angriff erfolgreich durchgeht, dann triggert sich ihr Effekt. Dann dürfte ich eine Karte von deinem Spielfeld auf den Friedhof legen. Mhm. Dein Hextia ist nicht once per turn, ja? Nein, nein. Ich nehme mir ein Talent der 3 Taktik. Das, also, ich müsste da wahrscheinlich gleich noch. Dann lassen wir das doch erstmal. Alles klar, dann würde ich weitermachen mit einer Normalbeschwörung. Jo! Tourguide-Effekt zum Specialen vom Deck. Mhm. Ein Stufe 3 Unterweltmonster. Jo. Jo, da habe ich ein ganz bestimmtes Ziel im Sinn. Mhm. Den haben wir auch gerade schon gesehen. Und zwar den teuflischen Nashornkrieg. Okay. Also, der sagt, Monster von Typ Unterweltler, die ich kontrolliere, außer er selber, können nicht durch Kampf noch durch Karteneffekte zerstört werden. Und wenn die Karte auf den Friedhof gelegt wird, dann kann ich ein Monster von Typ Unterweltler von meinem Deck auf den Friedhof legen. Okay. Dann gehe ich in der Linksammlung. Mhm. Dann beschwöre ich losgekettete Seele Lord von Yama. Dann habe ich Kettenglied 1. Yama, der würde mir auf die Beschwörung, also auf die Linkbeschwörung, ein Unchained Monster vom Deck der Hand hinzufügen. Mhm. Und im Friedhof kann er, wenn eine Karte von mir zerstört wird, als neue Kette quasi sich verbannen, ein Monster von mir wählen, ein Unterweltlermonster, und ich glaube ein Unchained-Monster sogar. Ein Unterweltlermonster von meinem Friedhof. Ja. Und dann dürfte ich noch eine Karte zerstören bei mir, glaube ich, nur. Genau. Ja. Und er würde mir ein Unterweltlermonster vom Deck auf den Friedhof legen. Ist fein. Alles klar. Dann läuft lustig. Okay. Er legt mir losgekettete Seele von Charvara auf den Friedhof. Und auf die Hand nehme ich mir losgekettete Zwillinge Aruha. Mhm. So, jetzt würde passieren in einer neuen Kette. Da Charvara auf den Friedhof gelegt wird, darf ich mir eine losgekettete Zauberfalle von meinem Deck der Hand dem Spielfeld aufs Spielfeld legen. Jo. Dann nehme ich scheußliche Kammer der Losgeketteten. Mhm. Die sagt, wenn ich die aktivieren würde, dürfte ich ein losgekettetes Monster vom Friedhof oder von der Hand spezial beschwören. Wenn sie verdeckt zerstört wird, dann darf ich ein losgekettetes Monster von meinem Deck als spezial beschwören. Okay, alles klar. Dann würde ich als nächstes aktivieren mein Talent der 3 Taktiken und ich würde gerne ein Monster von dir übernehmen. Mhm. Ja. Ja, jetzt mich natürlich baiten, aber gut. Ja, ich chain mit Hextier, tributiere sie. Ja. Und dann würde sich der Effekt im Friedhof triggern von ihr. Ich dürfte mir eine Altergeist-Monsterkarte suchen. Das kannst du machen, ja. Schadwurst. Und der würde sich specialen, weil ich mir den auf die Hand gesucht habe. Mhm. Und da er gespecialt worden ist, darf ich mir eine Karte aus dem Friedhof specialen. In die Verteidigungsposition, aber die Effekte bleiben annulliert von den Monstern. Ist fein? Okay, ja. Nehmen wir den Faker. Mhm. Den hast du in dem Turn schon benutzt, ne? Genau, wegen alter Geisterscheinung. Mhm. Und der hat jetzt 3000 ATK. Der hat jetzt 3000 ATK, genau. Mhm. Gut. Mhm. Oh, aha, alter Geist schon länger nicht mehr gesehen. Ja, ich habe mir heute gedacht, ich pack's mal aus, weil ich wollte mal ein bisschen Abwechslung wieder haben. Dann würde ich losgekettete Zwillinge Aruha als Spezialbeschwörung beschwören wollen. Mhm. Wähle meine gesetzte Karte zum Zerstören und dann würde er Spezialbeschwören werden. Jo. Dann würde sich die Kammer anlagen, weil die zerstört wurde, specialt die einen vom Deck. It's fine. Okidoki.
Da habe ich dann einen schönen blauen Hund. Der kann, wenn der auf dem Spielfeld ist, eine Karte bei mir wählen und eine Zauber- und Fangkarte auf dem Spielfeld und beide zerstören. Mhm. Das würde ich machen wollen. Mhm. Ich wähle meinen Aroha und deine Fangkarte. Alles klar. Alles klar. Dann triggert der Aroha, weil der zerstört wurde, special der mir ein losgekettet Monster vom Deck. Okay, dann chain 2 Hextia, weil sie auf den Friedhof gekommen ist. Dann sucht sie mir ein Altergeistmonster von meinem Deck. Ja. Da nehme ich die Kuntige. Mhm. Und ich nehme mir wunderbar, oder? Einmal einen Charuara. Ja. Dann mache ich eine Link-Beschwörung. In losgekettete Seele der Angst. Yes. Die sagt, ich darf in meinem Spielzug während meiner Main Phase ein Monster von dir wählen und mit dem eine Link-Beschwörung machen. Okay. Und wenn er durch einen Karteneffekt zerstört wird, dann darf ich mir ein Unterweltler-Monster der Hand hinzufügen vom Friedhof. Okay. Dann würde ich den Effekt von meinem blauen Hund im Friedhof, also Shyama, aktivieren. Und zwar kann ich eine Karte von mir wählen, die zerstören und ihn dann spezial beschwören. Okay. Wenn er dann das Spielfeld verlässt, geht er unter das Deck. Alles klar. Dann verschickt er sich und der geht in den Friedhof. Mhm. Und dann hätte ich Chainlink 1 Angst und Chainlink 2 Yama. Wenn eine Karte von mir zerstört wurde, wird er sich banishen, für Kosten. Yep. Und dann würde ich wählen wollen. Das macht mehr Sinn. Ich wähle die Angst und auf die Hand nehme ich mir für die nächste Runde den Aroha. Oder? Ne, ich nehme den roten Hund. Mit dem gespecialt. Dann ist okay. Ist jetzt nicht so viel. Nee, das ist okay. dann würde ich den Effekt von Angst benutzen. Ja. Und würde gerne deine Urbanshee als Linkmaterial benutzen. Okay. Dann würde ich meine losgekettete Scheußlichkeit beschwören wollen. Okay. Der Effekt von Urbanshee triggert sich jetzt, da sie auf den Friedhof gekommen ist. Da habe ich eine Altergeistkarte aus dem Friedhof mir in die Hand hinzufügen. Ja. Genau. Wollen wir mal eben gucken, was macht denn da am meisten Sinn? Nehme ich mir die Erscheinung. Mhm. Dann würde ich eine Karte setzen und dann würde ich den Effekt von Shavara benutzen, um meine gesetzte Karte zu wählen und zu zerstören. Mhm. Das ist ein Schnelleffekt, den kann ich auch während deiner Mainphase, aber nur in deiner Mainphase benutzen. Ja, wie gesagt, wenn er auf den Friedhof geht, dann legt er ja eine Zauberfallenkarte vom Deck aufs Spielfeld, aber das ist einmal pro Spielzug. Jetzt würde sich meine Scheußlichkeit aktivieren, weil eine Karte auf dem Spielfeld durch einen Karteneffekt zerstört wurde, darf ich eine Karte zerstören. Also wählen und zerstören. Mhm. Passiert irgendwas, wenn ich einen von den beiden wähle auf dem Spielfeld? Nein. Ich glaube, der ist besser, dass ich den mal weggehe. Dann geht der halt weg. Okay, ich habe Wohlstand aktiviert. Das heißt, du verlierst nur die Hälfte an Schaden. Dann würde ich in die Battle Phase gehen. Mhm. Dann greife ich mit 2000 einmal deinen Shadwasp an. Shadwasp. Das bringt mir jetzt alle nichts, ne? Hm.
Okay, ich chain mal mit Kuntige. Wenn du einen Angriff deklarierst und ich solange eine Altergeistkarte kontrolliere, dann wird sie gespecialt. Mhm. Wenn sie gespecialt wird, aktiviert sich ihr Effekt. Ich darf eine Karte auf dem Spielfeld wählen und so, dann werden die Effekte annulliert, solange beide offen auf dem Spielfeld liegen. Dann würde ich die losgekettete Scheußlichkeit wählen. Mhm. Und der Angriff ist von ihm annulliert. Aber auch nur von ihm. Ach so. Genau. Okay, dann greife ich mit der Scheußlichkeit Kuntiger an. Da der jetzt das Spielfeld verlassen hat, würde sie sich quasi aktivieren, weil wenn ein Monster durch Kampf zerstört wird, kann ich auch eine Karte wählen und zerstören. Okay, wenn ihr das sagt. Ja. Ja, alles klar. Dann würde ich die wählen. Yes. Und dann würde ich dir 2000, nämlich 1000 Schaden machen. Ah ja, 1000, das ist ja. So, dann gehe ich in die Mainfest 2. Yes. Dann macht er Nexis. Jo. Dann habe ich meinen DDD-Wellenhochkönig Cäsar. Das ist der, der die Specials annulliert. Genau, der kann für die Kosten von einem Material einen Effekt negieren und also die Aktivierung annullieren und die Karte zerstören, die eine Spezialbeschwörung durchführt. Okay. Genau, und damit sind aber nur externe Beschwörungen gemeint. Alles, was intern, also Synchro und so weiter, das kann ich nicht. Okay. Das kann der, also so oft wie der halt Materialien hat. Alles klar, ist nicht once per turn. Genau. Okay. Jo, dann würde ich in die Endphase gehen. Okay. Ich weiß nicht, möchtest du noch einmal? Joa, machen wir das. Boah, das war jetzt auch ein langer Zug, ne? Joa. Sorry. Alles gut. Gut, dann gehe ich in die Draw-Phase. Ja. Standby. Ja. Main. Ja. Jetzt muss ich mal eben überlegen. Ja, ich habe lange genug gebraucht. Lass dir Zeit. Was kann man denn da machen? Das ist hier die Frage aller Fragen. Okay, da ist da einer, der negiert die Summon. Ach ja, das ist ein bisschen tricky. Na gut. Oder ich versuch so. Der kann nur die Summon negieren, sonst passiert nichts. Ne? Der annulliert die Aktivierung von dem Effekt und zerstört die Karte. Genau. Was den dann auch triggern würde, weil eine Karte durch einen Karteneffekt zerstört wurde. Genau. Okay, das ist eine gute Kombi. Jo. Gut, ich würde einfach erstmal die Menüsuche beschwören. Als normal beschwören. Als normal Summon. Yes. Dann würde ich in den Link gehen, Effekt Pukeri. Sein Effekt ist, dass er... Achso, sein Effekt ist, wenn ich in eine Altergeist-Linkkarte gehe, darf er von der Hand als Material verwendet werden. Ja. Dann gehen wir nochmal auf die gute Hextier. Dann würde sich der Effekt von der Melo-Suche triggern im Friedhof und ich dürfte mir eine Altergeist-Monsterkarte von meinem Deck suchen. Ja, das ist fein. Also fein, aber geduldet. Ach ne, ich hab die ja gar nicht mehr. Ja, viele Optionen habe ich da leider nicht. Ne? Dann nehmen wir erstmal den Faker. Dann würde ich einfach mal beide setten. Und ja, schwierig. Schwierig, sag ich so, wie es ist. Und dann gehe ich in die Endphase. In der Endphase. Ja. Scheußlichkeit wählt einmal deinen Hextier, um den zu zerstören. Okay, dann würde sich der Effekt wieder von mir triggern. Zum Suchen. Suchen, genau, aus dem Deck. Eine Altergeistkarte aus dem Deck suchen. Ja.
Da nehmen wir doch die gute alte Marionetta. Mhm. Kann die sich irgendwie special? Nee, die kann sich nur normal. Also wenn die genormelt wird, darf sie mir eine Altergeistfalle sofort setzen. Okay. Und der zweite Effekt ist, wenn ich eine Altergeistkarte als Tribut anbiete, dann darf ich eine Altergeistkarte aus dem Friedhof special. Alles klar. Könnte der gute Herr nicht geben. Endphase, du darfst weiter. Dann draw for turn. Jo. Standby. In der Standby, ich überlege. Du darfst überlegen. Würde ich wieder die Erscheinung aktivieren. Das ist die Reborn-Karte. Die macht eine Spezialbeschwörung, richtig? Richtig. Ja, das würde ich natürlich negieren, ne? Jo. Dann würde sich der... Hast du was? Sonst, also der triggert? Weil der Achso, nee, nur der Faker würde dann triggern. Wegen der Fallenkarte, da ich sie aktiviert habe. Der würde sich dann special. Achso, ist das ein Trigger-Effekt oder ein... Das ist von ihm ein Trigger-Effekt, genau. Falls du eine Fallenkarte aktivierst, außer der Damage Steps, du kannst diese Karte als Spezialbeschwörung von deiner Hand beschwören. Ich glaube, dann kann ich den gar nicht benutzen, weil der sich vor ihm ansagt. Ah ja, okay. Also aktivierte Effekte kommen immer nach Trigger-Effekten. Okay, also aber würde er, sie ja dann durchgehen. Also ich kann ihn, glaube ich, negieren, weil er, das ist ein Effekt, das ist ein Trigger-Effekt. Genau, er specialt sich ja. Aber also das kann ich, glaube ich, negieren. Das können wir ja mal eben. Ein Monster-Effekt aktiviert wird. Aktiviert der sich? Der aktiviert sich ja nach dem Resolve. Also, ja, wenn die, also wenn die durchgeht. Die Frage ist, ob ein Trigger-Effekt ein aktivierter Effekt ist. Sonst müssten wir mal eben den. Müsstest du mal eben auf den Knopf drücken. Das ich habe es getan. Wäre wichtig für uns zu wissen. Definitiv. Man lernt nie aus, ne? Mhm. Da kommt er auch schon. Ja, er hat da. Der hat's gesehen im Stream. Hallo, Herr Dirk. Hallo. Die Herrschaften haben eine Frage. Yes. Also. Dann fragen Sie. Fallenkarte wurde aktiviert. Möchte eine Spezialbeschwörung vom Friedhof machen. Ja. Er triggert. Und Trigger-Effekte kommen immer vor aktivierten Effekten. Trigger-Effekt von dem kommt in dem Fall in der neuen Kette. Weil in der neuen Kette, die, ja genau. Die sind Zaubergeschwindigkeit 1. Deswegen erst wird die Falle aufgelöst, dann Effekt von Multitäuscher. Multitäuscher bestört sich. Und okay. Also, da, das also Danny dann, Gate geht durch. Dann könnte ich die Aktivierung annullieren und die Karte zerstören, richtig? Was ja mein dann, Faker. Achso, der annulliert die einfach. Achso, der. Eine Spezialbeschwörung, externe. Wenn der Gegner so eine Falle oder einen Monster-Effekt aktiviert, die Monster-Spezialbeschwörung. Du kannst aber abhängen. Also, du kannst halt die Falle halt annullieren, ja. Der annulliert ja die Aktivierung, zählt das dann immer noch und der. So, da steht nur, wenn eine Fallenkarte aktiviert wird. Gut, da die Aktivierung der Karte annulliert wurde, ist es so behandelt, als wäre die Karte nie aktiviert worden. Das heißt, die Täuscher darf nicht kommen. Okay. Alles klar. Dann hänge ich natürlich den roten. Yes. Hinab, danke. Und der würde eine setzen. Alles klar. Nämlich die Flucht. Mhm. Habe ich die schon mal erklärt? Nee, noch nicht. Wenn ich die aktiviere, kann ich eine losgekettete Monster von mir wählen und eine Karte von dir. Okay. Beide zerstören. Alles klar. Genau, und wenn sie gesetzt zerstört wird, wie alle Unchained-Karten, zwischen die halt was vom Deck. So, dann würde ich aktivieren Gefängnis der Scheußlichkeit. Die möchte mir eine losgekettete Karte vom Deck der Hand hinzufügen. Ich würde sagen, wir gehen ins nächste. Okay. Definitiv. Das bringt mir jetzt hier alle nichts mehr. So. Ich hätte es vielleicht gerade auch einfach anders erklären sollen. Wie meinst du? Mit der Erscheinung. Also mit dem Trigger. Also du hast ja den Effekt, so, dass der Multifaker sich erst in der neuen Kette triggert. Ah, okay, das wusste ich. Das hätte ich dir gedacht, vielleicht nochmal. Nee, nee, der triggert nicht wurde. Sofort. Okay. Erst danach, nach dem Resolve. Zum Glück haben wir Dirk, den wir fragen können. Da hast du recht. So, ich gehe wahrscheinlich second. Hm.
So, Lille. Nibiru ist ganz gut gegen dich, kann er? Also mittlerweile schon, ja. Ich spiele Nibiru nicht, aber... Ja. Kann man nutzen, ja. Der wäre gut, ne? Wenn er, ja, vor allen Dingen First Turn, ne? Oder du kannst kriegst, du toll kriegst du irgendwas hin, um Monster zu negieren? Lass mich mal überlegen, bevor ich was Falsches sage. Ne, Protokoll darf ich ja vorher nicht aktivieren. Ah, okay. Also Protokoll ist ja halt so ein Monster-Negate, ne? Das wäre halt... Aber, ne. Außer ich spiele, ne. Ist eine permanente Fallenkarte, ist, ne? Eine permanente, genau. Hast du irgendwelche... Ne. Ich habe gerade überlegt, ob die Uhr, die Kuckucksuhr von Labyrinth irgendwie helfen kann. Hm. Ich weiß gerade nicht, ob die sich mit einer anderen Labyrinth-Karte abwerfen muss. Da bin ich mir gerade auch unsicher. Ich habe, ja. Wenn ich die sehe, dann schalte ich schon immer ab, weil ich weiß, was kommt. Dann weißt du eh, du hast nur noch eine Handkarte und dann... Ich wollte gerade sagen, also... Ja. Was nimmt man denn da raus jetzt? Okay, ich habe mich entschieden. Ich habe mich entschieden. Was sagt die Zeit denn? 17 Minuten. Das war eine lange Runde. Morgen wieder arbeiten, wunderbar. Oh ja, ich auch. Ich freue mich. Aber ich habe morgen Büro, dann ist es halb so wild. Ich nicht. Wann musst du anfangen? Zwischen 8 und 9. Ich auch, von daher. Ja. Es geht. So, jetzt die Wunderhand und dann... Wenn ich keinen Stoß ziehe, sieht es ja ganz gut aus. Wir wollen einfach mal... Ne? Mhm. So. Wieso fühlst du dich schlecht? Du brauchst dich nicht schlecht fühlen, Kari. Wenn ich das nicht hätte machen wollen, dann hätte ich das ja nicht tun müssen. Das passt. So. Ja. Das ist dein Deck. Dann würde ich gerne auch wieder anfangen. Ja, das ist völlig in Ordnung. Auf ein gutes Zweites. Auf ein gutes Zweites. Fair Play. Stand by Main. Yes. Ganz schlechte Steine. Gut. Naja, nichtsdestotrotz. Normal Summon Marionetta. Effekt Marionetta. Wenn sie genormelt wird, darf ich eine Altergeist-Falle vor meinem Deck setzen. Ja. Das kannst du machen. Dann tun wir das doch. Die Karten, die ich sehen wollte, sind nicht da. Das ist einmal Protokoll. Oh ja. Ah, okay, du musst ein Labyrinth-Monster kontrollieren. Okay. Mhm. Protokoll sagt dir was? Das war ein Monster. Genau, die Effekte, Aktivierung, die Effekte von Altergeistkarten, die auf meiner Spielfeldseite liegen, können nicht annulliert werden. Und wenn ein Monster-Effekt von dir getriggert wird, kann ich eine Altergeistkarte tributieren und dann den Effekt negieren. Und das nicht once per turn? Oder? Die ist once per turn, das negaten. Okay. Genau. Okay. Jetzt hätten wir nochmal zwei. Und dann war's das auch. Endphase. Ja, dann draw for turn. Yes. Oh, standby. Main Phase. Ja. Dann fange ich an mit dem Kopf des Wohlstands. Yes. Mach doch mal für drei. Okay. Ist das in Ordnung? Das ist fein. Ein Vertrag. Eine Ash und eine Suchkarte. Dann würde ich sagen, ich nehme mir mal den Vertrag. Mhm. Soweit alles in Ordnung.
Genau, nach Resolve würde ich gerne den Protokoll aktivieren. Ja. Ist in Ordnung. Und das war's dann auch. Du musst deine Altergeist-Monsterkarte dafür tributieren. Genau, du kannst eine andere offene Altergeist-Karte, die ich kontrolliere, auf den Friedhof legen. Okay. Und macht er was, wenn der in den Friedhof gelegt wird? Nein. Puh, ich glaube, fast. Ich setze mal einen. Mhm. Und dann aktiviere ich mal meinen Vertrag. Würde ich gerne suchen. Jo. Einmal mein DDD Weißkönig Requiem. Mhm. Und zwar, der heißt glaube ich nicht Requiem. Ist ja egal. Gut, der hat als Pendel-Effekt, ich kann ihn in die Pendel-Scale legen, einen dunklen Vertrag wählen und zerstören und ihn dann spezial beschwören. Und ein DDD Exist Monster, das ihn als Material hat, bekommt den Effekt, dass sie einen dunklen Vertrag im Friedhof zurück ins Deck mischt, eine Karte wählt bei mir oder bei dir und sie dann zerstört. Und wenn das passiert, bekomme ich 1000 Lebenspunkte. Okay. Genau, dann würde ich ihn in die Pendelzone legen wollen. Mhm. Pendel-Effekt, Target. Pack und Special Summon. Triggert der Effekt, wenn er gespecialt wird? Welchen meinst du? Jetzt zum Raus-Special? Nee, ist eine Beschwörung. Ah ja, okay. Genau, der sagt, ich darf den einfach auf ein DDD Monster, das ich kontrolliere, drauflegen, sein Material an ihn anhängen und ich kann nur einen von ihm kontrollieren. Mhm. Und einmal pro Kette, wenn eine Monsterkarte, die du kontrollierst, aktiviert wird, ist eine Monsterkarte, eine Karte, die du aktivierst, kann ich als Schnelleffekt zwei Materialien von ihm abhängen oder einen dunklen Vertrag, den ich kontrolliere, weglegen und dafür darf ich dann die Karte als Material an ihn anhängen. Okay. Genau. Dann würde ich, denke ich mal, den Effekt nutzen wollen und wähle diese Karte. Dem ist es zurück schon Mission Kosten. Ach, das ist eine falsche Karte, ich muss ja den lesen. Das Wählen ist Kosten und wenn der Effekt durchgeht, würde ich den dunklen Vertrag in mein Deck zurückmischen. Und dann zerstöre ich die Karte und bekomme 1000 Lebenspunkte, wenn die zerstört wird. Dann chainen wir mal mit der Impermanence. Eine Impermanence. Okay, Target dein DDDDD. Ja, ist in Ordnung. Dann würde ich ansagen Battleface. Jo. Dann greife ich einmal deinen Altergeistmonster an. Ah, und du bekommst 1400 Schaden. Nee, 700. Genau. Oh, ich habe den Topf. Gar nicht zurückgesetzt. Reset. Ja. Und dann 700. Gut. Dann gehe ich in die Main Phase 2. Jo. Dann überlege ich kurz. Mhm. Ja, ich denke. Normal Summon Tour Guide. Ist fein. Mhm. Dein Effekt zum Zoom, ne? Zum Special. Zum Special. Genau. Genau. Das Special mir wieder das Nashorn. Ja. Soweit in Ordnung. Yes. Dann gehe ich in der Link 2. Jo. Yama. Jo. Yama 1, Rhino 2. Mhm. Jetzt kommt wieder die gleiche Kurve wie gerade. Shalara und er endet mir auf die Hand Aroha. Jo. Dann Effekt zum Setzen von einer Fallenkarte. Nämlich Flucht. Aroha Effekt. Mhm. Target die verdeckte Karte. Mhm. Zerstört. Mhm. Er specialt sich und dann Effekt von der Zauberkarte. Alle klar. Specialt einen vom Deck. Ja. Das passt. Das passt. Mich Sarama. Dann Effekt Sarama. Mhm. Die setzt mir eine Unchained. Ich bin wieder darauf reingefallen. Das ist keine Unchained-Karte.
kann ich den Effekt nicht benutzen. Ah, okay. Also die kann nur Unchained-Zauber-Fallenkarten setzen und dann eine Karte zerstören. Alles klar. Yes. Raserei. Mhm. Und bin ich jetzt gerade schon in Unterwäldler gelockt, ist die Frage. Ja. Gut, dann kann ich das nicht machen. Der hat auch den Schnelleffekt. Ich darf eine Linkbeschwörung in deiner Mainfest machen und der rote sagt, ich darf das nur in meiner. Okay. Genau. Ja, dann. Bist du dran. Okay, dann Draw. Ja. Standby Main. Ja. Das ist nicht das, was ich ziehen wollte. Mhm. Boah, das ist echt. Ja, Standby Main, ne? Und so. Mhm. Mann, warum ist das denn so jetzt hier? Soll das denn? Nein, Vorführeffekt. Das richtige Vorführeffekt. Es lief so gut. Hättest du doch mal die Feuerwehrmänner genommen, ne? Ja, aber ab Donnerstag. Ja, ich hab schon Angst. Musst du nicht. Sicher? Ja, doch. Das wird schon. Hm. Für dich, ja. Definitiv. Ja, ein bisschen, wie lange haben wir noch? Sieben Minuten. Okay, ich versuch mal was. Normal Summon Effekt, zum eine Falle setzen, eine Altergeistfalle zu setzen. Das Setzen ist erstmal okay. Okay. Dann würden wir die Erscheinung setzen. Das ist die Reborn-Karte. Mhm, da würde ich on Resolution meine Raserei ansagen und würde gerne eine Linksammel mit deinem Monster machen. Ja, ich überlege kurz. Das bringt mir aber irgendwie, glaube ich, nicht alles viel. Ich überlege. 7, 3. Ich habe das. Der Denker. Ja, ist halt alles ein bisschen schwierig gerade. Der 3000, ne? Ja. Würde ich gern Protokoll aktivieren, darauf Chain. Und Marionette als Tribut anbieten, seinen Effekt negieren und zerstören. Du willst ihn negieren und zerstören? Ja, genau. Annulliere die Aktivierung, falls du dies tust, zerstöre es. Effekt? Ja. Weil er durch Karteneffekt zerstört wurde. Und dann würde ich überlegen. Chain Yama. Target den Blau zum Special und den Roten würde ich mir wieder auf die Hand nehmen. Durch ihn. Also Yama 2 und R1. R zum N und Yama zum Special. Okay. Gut, der kommt wieder zurück. Der kommt auf meine Hand. Raserei kann nur mit spezialbeschworenen Monster linken, steht hier. Echt? Alles klar, dann ist das alles wieder rückläufig. Ja genau, du kannst ein offenes Spezial... okay. Entschuldigung. Danke, Chat. Das war... Alles gut, klar, ne? Dafür haben wir den Chat. Ja. Also, okay. Dann hast du dir die gesetzt. Genau, die Erscheinung. Mhm. Dann würde ich den Schnelleffekt von ihm aktivieren. Target deine Yama. Solide. Ja. Nein, der gespecialt. So.
Und weil es so schön ist, aktivieren wir noch Geheimnis Dorf der Hexer. Ich darf jetzt Zauberkarten aktivieren. Genau, und wenn ich keine Hexer kontrolliere, dann darf ich keine Zauber aktivieren. Dann gehe ich in die Battle Phase mal, um auch ein bisschen Lebenspunkte zu nehmen. Okay, ich würde End of Main Phase. Maserei, dann auf Drüssel. Dann würde ich glatt behaupten, ich aktiviere Kräfterauben. Chainflucht. Target, Target. Und du musst 1000 Lebenspunkte machen. Genau, ja. Die wird zerstört dann. Ne? Wenn die Effekte resolven, ja. Also, möchtest du noch was ankennen? Ist ja nur Monster-Effekt. Nö. Okay, dann wird die zerstört. Und die zerstört. Ja. Dann macht. Ah, ne, die bleibt da liegen. Ne, die bleibt nicht liegen. Der macht eine Linkshammer mit dem. Und. Genau, dann kannst du das in der neuen Kette ansagen. Ein Einhorn. Dann würde sich der Effekt von Drusswurm aktivieren, weil der auf den Friedhof gelegt wird. Da habe ich ein speziell beschworenes Monster. Also, falls diese Karte auf dem Spielfeld vom Spieler auf den Friedhof gelegt wird, du kannst ein als speziell beschworenes Monster wählen, das dann kontrolliert, lege es auf den Friedhof. Also, ich habe Channing 1, sie, weil ich zerstört wurde, smashet einen. Der muss ein Target wählen und ich muss Kosten bezahlen. Zum Zurückschaffeln ins Deck ist Target dein. Monster Negate, Kosten ist Shyama. Genau, achso, hast du schon resolved? Der war 3. Genau. Ne, er war 3. Er 3, da würde ich den. Den mag ich nix. Yes. Genau, und dann, ja, 2, 1. Genau, hab ich schon zurückgeschaffelt. Ich denke, da würde ganz gut Sinn machen. Losgekettete Seele des Unheils. Wenn die durch den Karteneffekt zerstört werden sollte, darf ich ein Unterweltlermonster in meinem Friedhof wählen und eine Spezialbeschwörung beschwören. Und in meinem Spielzug kann ich ein Monster von dir wählen und damit eine Linkbeschwörung machen. Okay. Ich glaube, dass es irgendein Monster ist. Nicht, dass ich da wieder irgendwas will, dass der Gegner kontrolliert. Ja, der sagt nur ein offenes Monster. Also, okay. Genau. Tja, da bringt mir mein geheimes Dorf der Hexer auch nicht wirklich viel. Ich habe nicht so viele Zauberkarten. Nee, nein, alles gut. Ja. Kevin, ganz ehrlich. Spielen wir gerade in deinem Turn? Dann warst du. Dann haben wir die Kette falsch aufgelöst. Weil? Ich habe gedacht, ich war irgendwie in meinem Kopf. Nee, ich war in der Main Phase. Ich wollte in die Battle Phase gehen. Genau, du warst Turnplayer, das heißt, deiner ist 1. Der lag. Genau. Die Trap lag, nee, gar nicht mal, das war Resolve, die war zerstört. Die Trap lag? Wir waren dann in der neuen Kette, der war beschworen. Genau. Der wollte specialen und der wollte weglegen. Der war 1, weil du bist Turnplayer. Genau. Target war der Machinex, so weglegen. Dann war der 2 und der 3. Der hat das weggelegt, genau. Und der specialt den. Ja, okay. Dann sind wir doch richtig. Alles gut. Wir sind ja dann noch in der Main Phase. Ja. Ja, ich bin ehrlich. Das wird nichts mehr. Leider. Dann gut gespielt. War trotzdem ein nices Match. Das hätte ich gezogen. Ash. Ja. Das bringt mir nichts. Nee, leider nicht. In der letzten Runde dann doch sehr viel Pech gehabt. Ja, da ist doch der Timer. Genau. Naja, war trotzdem toll. Genau, dann wünschen wir allen auf YouTube natürlich jetzt noch einen schönen Abend. Ja, definitiv. Schönen Abend euch allen. Morgen oder Mittag, ne? YouTube kann man ja immer gucken. Und allen im Chat einen schönen Abend. Schönen Abend. Dann würde ich sagen, bis bald. Ne? Bis dann, ciao.